gerne dieses Holz hier verwenden. Und ich glaube, wir haben da sogar noch was im Lager, aber das ist ja jetzt nicht das Ding. Wir brauchen davon wahrscheinlich eh ein bisschen mehr. Ich mach mal die kleinen Bäume kaputt, weil die großen Bäume... Ich will den Dschungel hier nicht so kaputt holzen. Ich hab auf meiner Hauptwelt habe ich auch einen Dschungel und den habe ich so kaputt geholzt, weil ich das Holz gebraucht habe. I need a Holz, weiß Bescheid, ne? Das ist der neue Hit von Baumgärtner. I need a Holz von Baumgärtner, okay, gut. Ja. Da kann man sich so den Wald kaputt machen mit sowas, wenn die großen Bäume abfällt. Sieht dann echt nicht mehr schön aus. Was da ist. Oh. Müsste Kakaobohnen. Habe ich die jemals wieder angepflanzt, die Kakaobohnen? Ich glaube, nee, die habe ich nie wieder angepflanzt. Ja. Die habe ich hier kaputt gemacht und danach habe ich sie nie wieder angepflanzt. Ich bin so ein Held, das gibt's gar nicht. Was würde die Welt nur ohne mich tun? Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach kann sie untergehen. So. Normaler Baum, du bist normaler Baum. Komm her. Ich finde es auch irgendwie cool gemacht. Hier draußen sieht das so richtig geil aus, das Holz. Wenn du dann hier reingehst, hast du trotzdem noch die normale Minecraft-Textur. Sieht irgendwie cool aus. Da bleibt dieser Minecraft-Charm trotzdem erhalten, obwohl außenrum alles geil aussieht. Gute Arbeit, Mr. Texturpark-Ersteller. Obwohl ich gerne wieder mit Honeyball spielen würde, aber ich glaube, Honeyball 1.6 gibt es noch gar nicht. Ich habe auch, muss auch gestehen, ich habe es eine ganze Weile nicht nachgeschaut, ob es das schon gibt. Das muss ich zu meiner Schande erzählen. Doch, gestehen. Nicht erstehen, sondern gestehen. Juhu! Flatsch! Alle Knochen gebrochen. Nein! So. Das letzte Brot verknuspert. Jetzt brauche ich nicht nur Brot für die Welt, sondern auch noch Brot für den Nevergiss. Das gibt es gar nicht. Der frisst wie ein Scheunendrescher. Was geht das? So, hier machen wir schon mal Fackeln rein, da wisst ihr, das hier schon war. So. Huch! Und dann geht's weiter. Die Quallen. Sie planschen. La 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 la. Ich bin leicht angemüdet. Warum das denn? Ich war doch gerade noch so munter. Flockig drauf, weiß Bescheid, ne? Das kann nicht sein. Es geht mir meistens so irgendwie. Bist du die ganze Zeit gut drauf? Also, was heißt heißt jetzt nicht, dass ich hier schlecht drauf werde. Nee, du bist so die ganze Zeit munter und so und dann hängst du an aufzunehmen und auf einmal, bam, bist du müde. In der Aufnahme. Das ist immer so ein bisschen doof. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun soll. Wenn ich Kaffee trinke, es ist ja nicht so, dass ich müde wäre, aber man muss dann irgendwann gehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Sonst würde ich es abstellen. Gefällt mir nämlich auch nicht. Nö, tut's nicht. So, dann machen wir mal hier. Passt das überhaupt alles? Ne, passt natürlich nicht. Dann nehmen wir jetzt hier. Das kann weg. Mach ich mir 64 hiervon. Und dann kommt hier oben ein Spitzdach drauf. Das ist so, wie sieht aus wie. Kennt ihr diese Bälle, die man damals immer in der Grundschule am Sportfest hatte? Hier ist hier in diesem Sack dran. Und hier sind dann diese ganzen Federn, die hast du dann über das Feld geworfen. Die waren lustig. Ja, die waren lustig. Damals noch. Heutzutage sind die nicht mehr lustig. Ist ernst geworden. Alles. Noch da hier. So. Sehr schön. Dann kommt hier oben so ein flaches drauf, damit das hier nicht noch größer wird. Sieht dann noch ein bisschen doof aus, wenn du so ein kleines Bauernhaus eigentlich bauen willst. Da ist ja so ein riesen Dach drauf und denkst dann, okay, ja gut. Hätte jetzt nicht sein müssen. Darum machen wir das lieber so. Den bescheidenen Häuser bauen muss ich noch lernen. Also wieder lernen.
Ich sag damals, als ich angefangen habe, also das heißt damals, halt vor 2 Jahren, als ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, so ganz kleine Häuser gebaut, so nach dem Motto, oh ja, hast du dir noch gedacht, oh, das ist voll schwer, so ein Haus zu bauen, das dauert voll lange. Und heute kommst du rein in so eine Welt, also in so eine Minecraft-Welt, und spielst da, was weiß ich, 2 Sekunden und hast schon 5 Diamanten, weil du einfach weißt, wo es ist. Damals, du hast angefangen, also bei mir war das zumindest so, ich habe das Spiel komplett blind angefangen. Mach ich eigentlich immer bei Spielen. Ich spiele erstmal, ich sag mal, 1-2 Wochen komplett blind. Und wenn ich dann merke, das Spiel gefällt mir richtig, dann lese ich mir dazu das Wiki durch und tu mich natürlich zu dem Spiel richtig bilden. Und dann zocke ich es halt, man könnte schon fast sagen, professionell halt. Mit allem Wissen, zum Beispiel Minecraft, weiß ich ja an sich eigentlich auch alles. Es gibt jetzt nichts, was ich glaube, ich kenne zumindest nichts, was ich nicht wüsste, also. Wäre mir nicht bewusst. Aber Dinge, die man nicht weiß, sind ja meistens nicht bewusst, ne? Deswegen kann ich das jetzt auch schlecht einschätzen. Aber ich finde eigentlich, dass ich doch bei Minecraft recht gut gebildet bin. Darum geht es ja an sich jetzt auch gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass ich spiele halt Spiele gern. Au! Was wollte ich gerade sagen? Jetzt bin ich wieder total abgelenkt hier. Ich krieg das so geil hin, mich immer abzulenken selbst. Ja, ich komme hier nicht mehr hoch, muss ich sagen. So. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Irgendwas Wichtiges war's. Bin ich mir sicher. Vollkommen. Was ist schon wieder? Krass. Jetzt bin ich gerade total raus, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Irgendwas mit Spielen war's. Minecraft, Spiel. Spiele gerne erstmal so. Ich hab's total verpatzt. Nee, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Nee, okay. Ich denke jetzt nicht weiter darüber nach. Sonst bin ich hier die ganze Zeit ruhig und überlege irgendwas, was ich gerade sagen wollte, und im Endeffekt raff ich es eh nicht. Also, denkt euch euren Teil dazu, zu dem, was ich mir gerade gedacht habe, und nicht mehr weiß, was ich gedacht habe. Ich guck's mir dann nachher nochmal an. Muss ich ja eh. Wenn ich's render, und dann denke ich mir auch, du Scheiße, Junge. So, hier muss jetzt natürlich noch so einer ran. Mir es auch zum Styling passt. Habe ich da hinten mehr beiden eins dran? Müsste eigentlich. Ja, ist okay. Dann geht es jetzt aber auch gleich hier hoch. So, Moment. Der ist falsch. Und der kommt jetzt im Moment. So, ich habe beide hinbauen, das ist mir auch egal. Das kommt dahin. Das fuchst mich gerade ernsthaft, dass ich nicht weiß, was ich gerade sagen wollte. Aufnahme abbrechen, rendern lassen und gucken, was ich gesagt habe. So. Da, hier und dops. Und da und hier und deps und hi. Hippa hoppa. Oh. Wie komme ich jetzt da hin? Reicht das? Ja, das reicht. Kommt das dahin? Hier das so gebaut. So, jetzt will ich hier rüber und hier drüben dasselbe machen. Damit ich das Gefühl kriege für Richtigkeit. Für die richtige Sache und so ein Zeug. Muss das hier drüben raus? Und das muss rein. Sehr schön, da geht das perfekt ineinander über. Oh, das ist geil.
awesome. Nee, warte mal. Das ist nicht awesome. Das ist falsch. Mache ich das nämlich so hier, dass ich das so hinbaue? Nö. So. Wow, wow, wie kommst du, wie, achso, die sind jetzt intelligent, gell? Oh, hab ich mir erschreckt, ey, das gibt's ja gar nicht. Alter. Ach, was so, sieht doch nicht schlecht aus. Verpiss dich. Komm schon, der nächste. Mistviehzeug. Wow, au. Lasst mich! Beschissene Viecher. Kannst nicht schlafen, zu deinem Monster in der Nähe sind. Kommst aber nicht hier hoch, oder? Was? Ist er wirklich hier? Ja, er hat es geschafft! Winde! Schlafen! Kannst nicht schlafen, zu deinem Monster in der Nähe sind. Nein! Ich hab kein Essen mehr, ich will schlafen! Doch, ich habe Äpfel. Nee, ich habe Fleisch. Genau, okay. Ramm. Ja, 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 ja. Wer klopft zu später Stunde? Hier ist ja gar niemand. Okay, gut. Gehe ich wieder nach oben. Ich höre schon Gespenster. Jetzt reicht's mir aber hier. Was ist denn hier unten los? Scheiß Dingelstreiche. Hier ist doch gar niemand. Wer soll denn hier sein? Verstehe ich nicht. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Die kleinen Kinder mit ihren Klingelstreichen immer. Damals hätten wir uns sowas nicht getraut. Mindestens. So. Klingelstreiche beendet. Ich mach los. Also wieder weiter. Hier noch ein Zombie? Nee. Ach ja, hier ist es hochgekommen. Okay, gut. Das habe ich natürlich jetzt nicht berechnet, bedacht und ausgemessen. Mit meinen enormen Erfahrungen an Minecraft-Kenntnis muss man das ja wissen. Muss man wissen. Ja, muss man. Du musst mal. Nein, ich muss nicht. Ich muss man. Ich muss man. Ich muss man wissen. Ja, ich muss. Oh, scheiße. Verpiss dich. Ich komme hoch. Und komm mein letztes Mal. Sehr schön. Die Creeper sind echt eine Plage geworden. Eine echte Plage sind sie geworden. Eine echte Plage. Keine falsche. Nee. Yeah, ich bin der Plage. So. Weiter geht's. Boah, ich glaube, müssen wir noch mal ganz schön Holz holen. Das wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Das kann ich euch flüstern, du. Das kann ich euch flüstern. Das wird nicht reichen. Ihr habt das jetzt drüben gemacht. Jetzt so hier und so hier, gell? Klack. Boom, peng. Genau, so hab ich das gemacht. So und da. Wie viel hab ich jetzt noch? 11. Das habe ich gerade, um den Spalken hier voll zu machen. Reicht wirklich, um den Balken vorzumachen. Autsch. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich drüben wirklich noch was habe und dass das nicht irgendwas anderes wieder war. Aber es. Wie heißt es? Tannenholz habe ich eigentlich keins geholt bis jetzt. Daher müsste es eigentlich Trope sein und waren ja schon im Tropenwald. Im regnerischen Troping. Das wollten wir eigentlich letzte Folge mal holen, ne? Das Zeug hier. Naja. Lager. So, da haben wir noch ein bisschen Tropenholz. Genau so möchte ich das haben. So. Und dann geht's zurück. Durch die Felder und Wälder. Durch die bewaldeten Falten. Das gibt keinen Sinn.